Team Deathmatch. Herzlich willkommen zum, ein bisschen Doom-Zocken. Das Update 6.66 hat ja irgendwie dafür gesorgt, dass alle DLCs kostenlos sind. Und da dachte ich mir, da rennst du doch einfach nochmal ein bisschen rum und nackst ein paar Gegner um. Und hier können wir uns jetzt mal angucken, wie gut denn das jetzt hier in diesem Match auf dieser merkwürdigen Karte geklappt hat, die irgendwie voller Zähne und schiefer Münder und Eiterblasen oder sonst was ist. Ich nehme mich ein bisschen an den Mund von Jürgen Vogel oder so. Der hat ja auch so schiefe Zähne. Auf jeden Fall benutze ich hier gerade die Gatling Gun. Die ist meiner Meinung nach so ziemlich die beste Waffe, da man recht gut Schaden macht und auch ordentlich schnell austeilt. Trotzdem bin ich jetzt leider draufgegangen, nachdem ich noch gerade eine Sauggranate geworfen hat, die mir ein bisschen Lebensenergie bringen sollte, aber naja, wenn da zwei Typen auf einen zurennen, was sollst du machen, ne? So, rauf da. Irgendwo müssen die ja sein. Ich glaube, da war gerade online. So, da steht einer, der versucht gerade mit der mit dem Raketenwerfer ein bisschen was zu reißen. Ist ihm aber nicht geglückt. So, da hinten ist irgendwie das Quad-Damaged-Symbol, aber ich habe es leider nicht erreicht. Keine Ahnung, der hat es glaube ich auch nicht. Ist trotzdem gestorben. Oder zum Glück. Oh, so kriegen wir auch schon mal ein paar schöne Kills zusammen. So, da hinten spawnt jetzt endlich mal die Dämonenrune. Schade, wir sind nicht dran, sondern sind stattdessen von dem Mancubus gleich platt gemacht worden. Dabei wollte ich doch so gehen. Oh, da unten rennt er rum. Eine Sauggranate hin. Und wir haben ihn so platt gemacht. Perfekt. So, jetzt sind wir selber Dämonen. Ich habe leider jetzt irgendwie so ganz vergessen, wie der Dämon hieß, den ich da gerade verwendet habe. Und versuche jetzt natürlich damit möglichst viele Kills zu holen. Unser Team liegt auch eindeutig in Führung. Wenn man Gegner sucht, ne, dann sind natürlich keine da. So, da waren glaube ich irgendwie drei. Ja, neu hinzugekommen ist jetzt übrigens auch diese komische Bronze-, Silber- und Gold-Einstufung. Und ich glaube, es gibt noch eine Stufe höher. Das Maximum, was ich erreicht habe, war Silber. Ich glaube, das war in diesem Match sogar. So, einmal zack durchs Portal. Unseren Dämonenanzug haben wir leider auch schon wieder verloren. Und der hat die BFG. Und uns damit auch platt gemacht. Ja, was sollst du da auch machen, ne? Aber irgendwie ist trotzdem jemand noch gestorben. Keine Ahnung wieso. Und ich habe noch einen Kill dafür bekommen. Gut, dass der da gerade vorbeikam. Ja, man sollte natürlich auch die Sauggranate an die richtige Stelle werfen. So, da haben wir noch ein bisschen ausgezeichnete Rüstung. Die sollte uns ja wohl auch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht überleben wir dann auch mal hier zwei, drei Kämpfe. Oh, der ist wohl gerade durch jemand anders getötet worden. Dafür haben wir uns den jetzt noch geholt. Und den nächsten. Natürlich immer schön die Rüstungsteile aufsammeln. Ja, guck's dir an. Perfekt wieder zur Dämonenrune. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, wo laufen sie denn? Scheinbar weg von mir. Siehst du, der läuft, der rennt weg. Ah, die haben auch nichts gebracht. Der ist leider tot. Er zum Glück. BFG fallen gelassen.
Und der nächste und der nächste. Na, siehst du, Silbereinstufung. Übrigens war an dem Wochenende, als das Match lief, auch Double XP-Wochenende. Das heißt, wir steigen gleich auch ordentlich Level auf. Da krieg ich den noch. 10 Sekunden habe ich noch Zeit. Das war's. Und schon wieder einer. Ich glaube, der wollte vorhin dort oben auch schon mal rumstehen und nun ja, von dort oben mit dem Raketenwerfer ballern. Dämonenbesessenheit beendet. Wo sind sie denn, Mann? Da ist wieder einer. Warten, bis die Saugranate vorbei ist. Direkt einen Kill bekommen. Die BFG spawnt. Spawnt. Spawnt wieder. Aber wir haben sie wieder nicht gekriegt. Ups. Der hat uns zum Glück nicht gesehen. Wir kriegen aber leider bloß einen Assist. Ja, leider ist jetzt unsere Muni alle. Also reicht manchmal auch ein guter Schusstreffer mit der Schrotflinte direkt in die Fresse rein. Noch 10 Kills. Ein paar Klimmzüge. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition. Wir werden aber leider gerade beballert, haben noch kaum noch Gesundheit. Mal gucken, ob wir noch einen. Nein, leider keinen mehr gekriegt, bevor wir draufgegangen sind. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Dämonenrune taucht gleich unser auf. Team führt mit 68 und ich bin schon wieder direkt zum richtigen noch Zeitpunkt beim Spawnpunkt. Der Dämonenrune. So, jetzt heißt es wieder suchen. Aber unser Team hat auch gleich schon das Ziel erreicht. Unsichtbarkeit. Hat er sich eigentlich gerade wirklich versucht, im Wasserfall zu verstecken? Das bringt doch gar nichts. So, ja, damit bin ich aus der Dämonenzeit auch schon wieder raus, denn wir haben gewonnen. Mit ordentlich Punkten, 75 zu 45. In diesem Sinne schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, wie viele Punkte ich bekommen habe. Guck, ich bin sogar erstplatziert. Mit 2245 Punkten. Da schreiten wir ein bisschen Designs etc. frei. Bisschen neue Rüstungsteile. Und die Level steigen und steigen und steigen. Den nächsten Dämonen freigeschaltet, den wir uns aussuchen können. Und werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Endtabelle. Sieht gut aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.